habe da noch ein besonderes Schmuckstück gefunden in unserer Party Night. Und zwar Artist in Wonderland von John Merlino mit seinen zwei Designerinnen. Wie ihr seht, ist das in den 40er, 50er Jahren gehalten. Es ist einfach der Hammer. Und ich möchte aber gerade die Künstler selber etwas dazu sagen. Zuerst einmal der John Merlino. John Merlino, bist du stolz? Bist du froh, da zu sein? Ich bin mega glücklich, dass ich die Einladung bekommen habe von unserer Visagistin, der Madi, die bei Artist in Wonderland mitschafft. Was ist eure Inspiration, 40er und 50er Jahre nochmal aufzuleben zu lassen? Es ist eine Zeit, die sehr klassisch ist und es hat viele zeitlose Sachen und es ist sehr schön, die Mode und die Schnitte wieder vorzuholen. Eine Diva. Und das will ich wieder, wollen wir wieder nach dieser Zeit ein bisschen bringen, so wie Dita von Teaser jetzt hat sie gemacht. Und ja, es gibt mir ein Beispiel. Ich habe Trax Sweets bei mir, sie ist eine Interpretin und sie ist heute in einem Look, sehr speziell. Was sagst du zu deinem Look? Was willst du uns zeigen? Ja, das ist eine Puppe vom Jahr 30 und ich gehöre von Label Ärzte Wonderland von unserem Produzent John Merlino und ich bringe euch etwas, das so Chanel und Jean Poultier gibt. Das schönste Gesicht von Artist in Wonderland, was gefällt dir Fashion? Dass es mit dir ist, dass es neu ist, ja einfach die ganze Label. Dali, Roxanne, du bist neu bei Artist in Wonderland. Wieso? Wieso? Also ich habe mich zuerst mal bei dir gerade mega spontan gemeldet, weil mich die Zeit sehr angesprochen hat. Es ist mega kreativ und sehr innovativ. Einfach etwas total Neues. Was ist dein Höhepunkt für Artist in Wonderland, was du bis jetzt erlebt hast? Ja, sicher mal die Modenschau von letzter Woche war eine super Erfahrung und natürlich heute vor total vielen neuen, coolen Leuten. Nadine, erzähl uns, was du machst. Ich habe einen Laden in Zürich, der heisst Dardic Handicap Vintage. Ich habe Originalkleider aus den 20er bis 60er Jahren und auch neue Kleider. Ich habe auch angefangen zu designen in diesem Stil. Und ja, kommt vorbei. Mein Laden ist in Zürich, an der Limmertstrasse 189, 8005 in Zürich. Und haben Sie E-Mail-Adresse? Ja, ich habe eine Homepage, das ist www.dardichandicap.ch. Wiederholen. www.dardichandicap.ch. Thank you everybody und genieße es. Sali Paolo, bei dir merkt man, dass du Modelfarge hast. Woher hast du das? Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Es ist für mich einfach ein Adrenalinschub. Wieso tust du für Artist in Wonderland modeln? Artist in Wonderland schafft einfach mit so tollen Labels zusammen. Es ist einfach etwas, was es noch nie gegeben hat. Und Shows sind einfach immer wieder ein neues Erlebnis. Und was ist dein Höhepunkt für Artist in Wonderland, den du bis jetzt erlebt hast? Definitiv die Runway-Shows. Wobei freue ich mich sehr, sehr auf das Shooting Moon im Vertigo. Ich bedanke mich mit schon ganz schönen Abend. Merci mal. Danke, John. Dir auch. So, da sind wir im Club Kraft. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Genießt mit Artist in Wonderland und einen schönen Abend. Und tschüss zusammen.